Das war links. Tut mir leid, dass ich gerade in der Pizza verpeilt bin hier, aber ich muss irgendwas machen. Das ist jetzt gerade wichtig. Ach, bist du verpeilt, als wenn ich alleine bin, nur wie. So, und da sind wir. Ach, nur das bin ich. Au, weh. Fühlst du dich nicht dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Sie hat eine andere Stimme als gerade hinter, das habe ich öfter schon in Mario Party auch schon gesagt. Die haben irgendwie immer andere Stimmen. Moment. Du kriegst gleich deinen Gesaff. Deine Säufe in der Flasche und danach darfst du sie wieder benutzen, ne? Moment mal, dass ich L3 auch gesagt, so ähnlich. Ah, das die. Das ist ganz ein. Die haben schon Herpes von vor 10 Jahren angesammelt oder so. Oh. Ah, die Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakis. Genau, er hat auch gesagt, den kann die Hand wieder unternehmen. Weil das fällt mir jetzt erst so auf. Wie er da steht, ganz die Flasche noch hinhält. Oh, ich fühle die Energie in mir. Hoffentlich steht keiner vor der Tür, verdammt. Was ist wieder da? Okay, meine Mutter ist seit 37 Stunden wach. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Naja, zu zweit mit der alten Hexe auf dem Boot? Ich sag nichts. Doch, sag, ich will auch lachen. Ich guck dir jetzt so. War doch vielleicht Reaktion mal. Oh, diese blöden Affen. Kann man denn eigentlich irgendwie hinkommen? Doch nicht. Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Sumpf seien voller giftigem Wasser. Vielen guckt, ey, der guckt den Boden an und nicht die Affen. Tempel über Wasserfall, komisch. Oh, Boden. Bruder, gehen zu Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku gefangen. Jetzt seien im Palast. Hilfe. Beste Affensynchronstimme. Den Text hat Yoda geschrieben, bestimmt. Wer? Yoda. Kennst du das nicht? Ach doch. Warte mal, wie war der Text auf irgendwelchen Seiten? Egal, mach einfach. Sprechen, ich habe gelernt bei Yoda. Falscher Spiel! Apropos Spiel. Wollte Janik nicht morgen Tetris? Mhm. Du bist auch dabei, ne? Ja, wollen wir aufnehmen heimlich? Nein. Nee. Falls er doch mit mir redet. Ja, jetzt die vielen Tetris-Videos. Warte mal, du hast gerade Google Safe Search ausgemacht, oder? Komm, das ist schon Kinderzuschauer, vergessen. Der scheiß Stuhl knackt, ey. Oh, halt, ich hab vergessen, sie sprechen zu lassen. Als Bedingung darfst du umsonst mein Boot mitfahren, weil ich sie gerettet habe oder was. Wir haben gerade eine Aktion laufen, da bekommst du das hier gratis. Du hast die Fotobox erhalten, ja. Oh, damit können wir gleich noch ein Herz bekommen. Soll ich das mit Tingle auch zeigen oder soll ich einfach nur sagen? Du, das werden die meisten so kennen, denke ich. Okay. Also, man kann ein Bild von Tingle machen und das dann dem Typen, der da gerade links stand, zeigen. Und daraufhin sagt er, dass es sein Sohn ist. Ja. Und wir wissen alle, dass Tingle 35 ist. Jan, guck mal. Das sagt er doch. Beim ersten Treffen. Das wissen wir alle. Also ich wusste es jetzt eigentlich nicht. Wie oft hast du jetzt in MMLP geguckt? Oft, warum? Und du wusstest nicht, dass er 35 ist. Obwohl du, glaube ich, wie oft bei ZGM geguckt hast? Gott, was weiß ich, achte da nicht drauf, wie alt irgend so ein Vollspast im Spiel ist. Wie alt ist Link? 27. In 20 Jahren vielleicht. ja, tolles LP. Wir fahren, so oft wie der Cash durch die Zeit gereist ist, ist er bestimmt total kaputt irgendwie. Ach ja, wir fahren übrigens auf dem Floß durch die Dings und wundern uns, dass die Hexe eigentlich mit uns hierher gefahren ist, aber sie ist nirgendwo, fällt mir gerade auf. Nächster halt, Deku-Palast. Hi. Das Wasser ist vergiftet, pass auf, wohin du trittst. Und wer hat das gesagt? Möchtest du an Bord gehen? Von Bord gehen? Ja. So. Oh, ne, wieder der Affe. Lass mich durch. Pascal, sag mal so, ich hab
Janik das Star Fox Bild geschickt und keine Reaktion unter dem her. Oh. Aber kein, jetzt nicht weiter drüber reden. Ja, das hat mich schon letztens verstört. Das möchte ich gerne den anderen ersparen. Ach ja, und jetzt hören wir mal kurz der Musik zu. Janik, so. Mach die von Z-Rio Dings an, Dick Palace. Weißt du, so aufdrehen, dass ich dir nicht mehr höre. Und dass du das Headset auch bei dir zu hören ist und du ein Copyright-Zeit bekommst. Die Videos, die ich damals mal auf irgendeinem alten Kanal hochgeladen habe, existieren immer noch. Ist das Z-Mix? Z-Mix nicht, nee. Z-Rio. Achso, ja, ist das nicht das gleiche? Ah, verdammt, mir fallen in die Texte nicht mehr ein, die Monkey, die Ruffy da geschrieben hat. Ich kenne das von Song of Storms noch. Turn around, turn make it rain. Auf jeden Fall, ich bin jetzt Deko, weil die mich sonst nicht durchlassen. Verstehen? Die, warte mal. Hier ist der Regental. Was? Regenten. Regenten. Ja. Dies ist der Regentenpalast des Deko-Reiches. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Hier die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betrete aber auf keinen Fall andere Bereiche. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt gesprochen habe. Ich habe versucht, meinen Mund so ganz weit aufzureißen und so kreisförmig zu halten wie die. Wer ist denn Internet ist weg? Jan ist offline. Okay, wir sind alleine. Ja. Passt doch, perfekte Aufnahme ist Jan off. Göttlich. Da seht ihr, wie toll Skype so ist. Ist er jetzt noch da? Hallo? Ah, er ist ja da. Moment, ich muss deinen kurzen Bildschirmertragung wieder machen. Irgendwie kackt das gerade mal mit E-Mails ab hier. Schon toll. Was war das? Wie viel hast du mitbekommen noch, was ich sagte? Weiß ich gar nicht. Dafür, wie du die geredet hast oder so, sag ich, ja, kannst du mir immer noch. So. Was zum... Ist mal die auch gerade weiß? Ja. Geht doch. Und sie ist mit Balken, ja, will ich. Auserbellt! Ich mach dir mal kurz einen Zwischenspeicher. Sowas? Da war gerade die Maus im Bild, deswegen. Ach so. Ja, aber ich habe mit Traps ausgeschaltet, dass man sie sieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Milk gemacht, das können wir gleich bei dem Typen einreichen und bekommen dafür ein Herzteil. Wie lange wollen wir euch aufnehmen? Erst hatten wir gedacht, dass ich ein bisschen Himmel zu Ende habe, aber ich glaube, wir machen, bis wir vor dem Tempel sind, oder? Ja. Das dürfte reichen. Gut, dann können wir mal eine Pause machen. Ich sollte ja sowieso mal eine halbe Stunde Pause machen wegen Laptop-Leistung da. Naja. Mit der Zeit kannst du dich ruhig auslachen. Zu Ende auslachen. Warte mal, welche Richtung war das Herzteil? Links oder rechts? Keine Ahnung. Ich gehe rechts. Rechts ist immer gut. Zweideutig oder? Nein. Auch das nicht ernst nehmen, aber das müsste von MyPs gewohnt sein, die von mir kommen. Das klingt so, als ob fast alle, die bei mir gucken, von dir kommen. Oh, nein, stimmt so. Die fast. Kommen, also von meinem Kanal kommen, die kennen das. Ja, aber irgendwie war das seitdem du dabei bist, irgendwie immer mehr. Seit du einen Kommentar verfasst hast, waren es doch mehr. Willst du dich beschweren? Nein. Ich hab gerade doch... Der Part hatte viermal so viele Aufrufe wie sonst. Red dich nicht raus. Auf jeden Fall, ich hab gerade gesagt, wie toll Skype doch so ist. Auf jeden Fall war rechts nicht das Herzteil. Ah, oh, das ist ärgerlich. Warte mal, hat man das Herz sich eigentlich am rechten Fleck oder so? So Bänder. dann war es links. Wieso hat man Ocarina of Time eigentlich noch nicht das heilige Wasser oder wie das heißt? Da hätte man gar keine 7 Jahre warten müssen. Ja, das Raten darf ich jetzt synchronisieren, oder? Ja. Du bist fies. Nun. Du bist mein erster Kunde seit sehr, sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald sie vom Wasser benetzt werden, wachsen Großblätter aus ihnen heraus.
Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuch es in weiche Erde zu pflanzen. Du kannst jederzeit mehr kaufen. Was hast du? Da erbst du Wasser gießen und dann sprichst du. Du bist halt leicht anstößig. Du kannst sie jederzeit pflanzen, aber wenn du nicht, wenn du sie nicht gießt, wachsen ihre Blätter nicht. Ich habe jetzt eigentlich eher normal gesprochen, weil Emilio stimmt das doch irgendwie auf mich selbst ein, oder? Frei herausgesagt. Haha, Eindringling. Boah, ich hasse es, die zu synchronisieren. Diese kleinen Lachs nerven irgendwie. Aber die hatte ich schon ohne Aufnahme. Aber ich will bitte die 3 auch. Also aus dem Mini-Detex zu nehmen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise. Ey, sag ich, Marcel, das wird mal schicken. Was mach ich jetzt? Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten, also befolge meine Anweisung. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betrete auf keinen Fall andere Bereiche. Okay, jetzt.